Kein Bock mehr auf Nether. Tschüss. Okay, so. Dann würde ich sagen, nehmen wir das mal mit hier. Obwohl eigentlich könnten wir es dahin in unsere... Haben wir hier eine Kiste, wo Höllensachen drin sind? So, hier rein damit. Obsidian, die können wir eigentlich mitnehmen. Dort packen wir jetzt mal damit rein. Ich weiß halt nicht warum, aber... Soulpool lassen wir mal hier. Die Enderperlen nehmen wir mit. Hier ist noch ein Feuerzeug, wir hätten uns gar keins craften müssen. Und zwei Bücher. Ist hier irgendwas, was ich noch brauchen könnte? Ich suche eigentlich nach Pilzen. Aber ich glaube, wir haben hier keine Pilze. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einmal zurück oder gehen wir erst pennen? Das erfahren wir auf dem Balkon. Wir gehen definitiv erstmal pennen. Können wir das denn schon? Ja, können wir schon. Ich habe schon wieder vergessen, mir eine Flasche Wasser hinzustellen. Jetzt wird mein Mund langsam trocken und das nervt. Aber okay. Fernsehen gucken. Nee. Haben wir jetzt keine Zeit für. Ich gucke mal, ob wir hier irgendwo noch Pilze irgendwo rumstehen, aber ich glaube nicht. Aber wir können es natürlich auch anders machen. Ich zeige euch das gleich mal, wie wir das anders machen. Für ein Pilzdorf, ich weiß noch nicht, wie viele Pilze wir da brauchen. Stirb, Kuh, stirb! Lauf! Okay, dann laufst du halt. Laufst du. Naja, wir brauchen erstmal Knochen. Scheiße, hätten wir eben mitnehmen sollen, ne? Failer, der Leon ist der Failer, der es kann. Yeah. Ich glaube, ich sollte mein Kanalmotto nicht die Quasselstrippe, sondern der Failer, der es kann. Aber wer dafür ist, der schreibt jetzt einen Kommentar damit und ja. Gut. Dann. Knochen. Erstmal Enderperle. Obsidian. Knochen haben wir hier zum Beispiel. Mehr haben wir nicht da drin. Haben wir hier noch irgendwo. Da sind noch Knochen. Dann machen wir hier mal den Test. Da haben wir keine Knochen. Testen. Da haben wir sogar sehr viele Knochen. Knochen. Okay, wir haben zwei 64er Stacks. Boom. Das sollte erstmal reichen. Dann hauen wir uns den Pilz da mal unten rein und dann. Machen wir das mal ruhig kurz hier, ist ja nicht so schlimm. Hä? Man kann ich den Pilz hier nicht hinsetzen? Kann ich mir jetzt verarschen? Hä? Warum ich den Pilz da nicht hinsetzen kann. Ja, dann ist meine Idee erstmal gescheitert. Von einer Pilzdorf. Dann werden wir das alles erstmal kurz wegpacken. Ne, hier vorne in dieser Kiste. Auch wenn die jetzt auch immer unaufgeräumter wird. Okay, was machen wir dann? Wenn jetzt meine Pilzidee nicht mehr da ist. Ich gehe mal eben. Gehe ich da was gucken oder was? Ich nehme mal ein bisschen Holz mit. Haben wir ja, wir haben es ja. So, einmal die 64er Stack nehmen wir mit. Wir nehmen mal hier auch ruhig die Bretter mit. Nehmen ruhig mal kurz ein paar Settlinge mit. So viele brauchen wir nicht unbedingt. Ein bisschen Erde könnte gar nicht schaden. Haben wir hier irgendwo ein bisschen Erde? Da haben wir ein bisschen Erde. Aufnehmen. Okay. Schaufeln haben wir noch ein paar dabei. Wir sollten uns vielleicht ein bisschen eine neue Spitzhacke craften. Ich glaube, hier haben wir ja noch drei Eisen, ne? Jupp, das haben wir. Dann craften wir uns eben eine neue Spitzhacke. Gut.
Dann machen wir uns des Weges in die Wüste. Ich will da mal gucken, ob ich da vielleicht weiterbauen will. Und tschüss. Wir können uns natürlich auch noch ein Schloss bauen. Ein Schloss? Was willst du denn? Ja, ich will ein Schloss. Aber das würde, glaube ich, zu lange dauern. So, dann einmal hier lang. Den Weg kennen wir ja schon hin und auswendig. Hier wächst es wieder. Es gedeiht, kann man sagen. Wenn wir da sind, werden wir wieder Hunger haben. Wenn wir erstmal Schwert hinein, man weiß nie, was hier lauert. Ich glaube, da hinten sind nirgendwo mehr Blätter, die so in der Luft hängen. Doch, da, aber das wird noch vergehen. Ist auf jeden Fall ein bisschen gelichteter. Ich finde das fast ein bisschen schöner. Muss ich sagen. So. Was auch immer das gerade war. Interessanter Lag auf jeden Fall. Hier vorne geht es dann gleich in die Wüste. Hier ist irgendwie ziemlich unbewachsen, ne? Also, gibt so eine Fläche oder so, aber immer nichts. Unser kleines Wüstenhaus. Unsere Sandmine. Ein Flüsslein. Und unser Tempel aus Sandstone. Der irgendwie nur durch den Eingang, glaube ich, geil aussieht. Und den Brunnen davor. So. Wie wär's denn, wenn eine Wüste hier irgendwie so um den Brunnen herum Bäume wachsen würden? Warte mal, kann man das vielleicht. Wie sehen das aus, wenn wir das mal einen reinsetzen? Dann sieht das hier nicht so. Ich würde das fast erstmal so machen. Dann sieht das nicht ganz so schäbig aus. Da rein und so und dann hier Sand. Das hat natürlich eigentlich gut Knochenmehl gebraucht. Okay. Hier so ein paar kleine Bäumchen wachsen. Wachsen, genau. Die wachsen hier. Haben wir hier eigentlich noch Stein? Ja, haben wir. Ah, nee, ich wollte das. Das muss da wieder hin. Ich wollte eigentlich mal testen. Wie folgendes aussieht. Der muss da wieder hin, der muss da auch wieder hin. So, einmal hier außen mich so ein bisschen begrenzen. Wischt, was ich meine. Der ist da auch zu viel. Sieht geil aus, finde ich. Sieht besser aus, wenn wir das auch so ein bisschen begrenzen tun. Man kann zwar überall machen, aber das ist ja nicht das Problem. Okay, einmal Sand hier rausgezimmert und da auch. Ich glaube, das reicht nicht mehr, dass wir hier einen Stein haben. Okay, wenn wir natürlich alles zwei hochbauen, dann wird es auf jeden Fall nicht reichen. Das wird aber trotzdem nicht reichen. Da ist übrigens eine Spitzhacke kaputt. So. Ach, da vorne haben wir natürlich das gar nicht jetzt da gemacht, weil das zugebaut ist. Haben wir noch mal hier drin. Wir haben nur hier Cobblestone, aber wir haben hier noch Stein. Wir schmeißen dann mal eben 9 rein und dann haben wir hier 40 Steinziegel wieder. Ja gut, das müssen wir dann natürlich da auch machen. Machen wir das hier auch einmal. Das sieht einfach geil aus, muss man sagen. Finde ich jedenfalls. Deutlich geiler. Ich brauche mal eben Kakteen, denn da vorne fehlen zwei. Bumm und bumm. Ist die Frage, was für ein Haus wollen wir hier noch bauen? Ob wir noch genauso eins bauen wollen? Oder ob wir hier noch andere Häuser irgendwie bauen wollen? Weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht, wie ich das hier. Oh, da fehlen noch Steinblöcke.
Okay, jetzt ist das Ganze so, wie es sein soll. Ich muss einmal den Berg hier weg. Ich nehme hier ein bisschen Sand weg. Einfach mal was können. So. Wir brauchen ein bisschen Sand. Wollen wir ein Sandstone-Haus bauen? Das ist hier die Frage. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Oder wollen wir mal Folgendes probieren? Okay, wir verschwenden einfach mal das Holz, nämlich. Okay, als Boden will ich das nicht unbedingt haben. Und das hier als Boden. Das ist natürlich ein sehr, sehr großes Haus. Aber auf die Größe kommt es ja bekanntlich nicht an. Den nehmen wir natürlich mit. Und dann hier so rundherum. Nee, nicht rundherum. Da tauchen wir mal raus. Also Jungs, auf die Größe kommt es nie an. Egal in welcher Le... Och, scheiße. Verbaut. Egal in welcher... Nein, was mache ich denn? Boah, scheiß Mausrad, ey. Willst du mich jetzt verarschen? Du willst mir jetzt ehrlich... So, dann werden wir hier mal eben... Bisschen was noch. 16 Holz haben wir noch. Dann wollen wir mal gucken, wie das hier ausschaut. Wenn wir... Das hier machen. Sandstone als... Aber ich glaube fast... Wir sollten dann ruhig... Die hier wieder wegnehmen. Und auch da hinten. Und dadurch auch aus Sandstone machen. Dann sieht das vielleicht gar nicht so ganz schäbig aus. Und jetzt hier noch den. Machen wir ruhig den Eingang mittig. Aber auch noch eine Treppe, eine Steintreppe. So, ich glaube, wir haben sogar noch welche. Jupp, wir haben noch eine Treppe hier.